Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im Superheldenmodus. 4 gegen 4. Wir haben heute Zuschauer dabei, den Blade 1992. Wenn das Alter stimmt, dann ist er 2 Jahre älter als ich tatsächlich. Wir nehmen den Champion. Welcome to Nova. Nehmen auf jeden Fall den Champion. Lass mich mal schauen. Wir könnten Crab Lords machen. Wir könnten Defet machen. Mit Regeneration und so weiter. Möchte zusammenbauen. Ach so, die wollen Dual Lane machen sozusagen. Ja. Wir nehmen den. Wir machen den Pyro. Wir machen Pyro Champion. Ende der Geschichte. Haben doch nicht zusammengebaut. Hat er wohl keinen Bock gehabt. Naja, geht los. Was? Dreimal Angler. Sachen gibt's. Von das Mana raus, egal von welchem Spieler das ist, kann er die hochquetschen noch. Die waren übelst schnell groß. Aber ich habe auch schon großen Pyro. Ja, wir werden wahrscheinlich Metzger bauen mit allem so drumrum. Ganz hinten dann die Rächerin rein. Auch wenn ich jetzt erstmal keinen Mana habe. Wie gesagt, der Blade hier ist ein Zuschauer, hat mich hinzugefügt, wollte zocken, also zocken wir. Wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen zu zocken, schickt mir eine Anfrage bei Steam, dann können wir eine Runde machen. Gar kein Problem. Ich freue mich immer, wenn ich mehrere Leute mit dazu habe. Ist immer anders, als wenn man Solo spielt. Gerade im Ranglistenmodus kann man sich dann viel besser absprechen. Egal welchen Rang ihr habt, da könnt auch Silber sein, von mir aus oder Bronze oder gar nichts. Das ist mir da egal. So, wir machen. Das so. So machen wir das. Ganz genau. Doppelkatze. Na, mit dem Metzger. Hinten zwei Rächerinnen. Golem würde ich vorne nicht unbedingt hinmachen. Das muss nicht sein. Dann nehme ich lieber den Bone Crusher, der regeneriert sich sowieso. Ich werde gucken, Elementare, zwei Stück und die Yosora, also viel Flächenschaden. Da wird Hermit und Mole eine große Rolle spielen bei meinen Sens. Machen wir die beiden hin. Kann ich später auch noch einen Dark Mage bauen zur Not. Der die noch ein bisschen hochquetscht. Klingt doch vernünftig. Mittlerweile schon 40. Ein Skin. Schneeprinzessin. Aha. Ja, aber da ist der Flächenschaden auf jeden Fall da. Da brauche ich auf jeden Fall dann Maulwurf. Pyro lebt gerade noch so.
Ja, mit den anderen wird es dann aber auch nicht einfach. Die anderen können auch super stark werden. Ich hau schon mal einen Metzger rein. Den kann ich zum Dark Mage machen. Also für nächste Runde schon mal vorgesorgt. Die ist schnell down, Pyro ist zu stark. Gar kein Ding. Okay, er will wahrscheinlich eine große Usura machen. Könnte ich mir vorstellen. Der hat durchgelassen. Wir werden auf jeden Fall eine Echse reinknallen für nächste Runde, weil da ist er nicht ganz so stark. Vielleicht können wir da was reißen. Ich könnte den Metzger fett machen. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Noch mehr Regeneration. Könnte auch dann noch den Helden nehmen. Der ist auch nicht schlecht. Muss ich auf jeden Fall erstmal gut Joker holen. Das ist wichtig. Ich schicke auf Lila, okay. Gibt es zwei Echsen. So, wir werden die Katzen aufwerten. Und mehr nicht. Mehr mache ich nicht. Mehr kann ich auch nicht. Nächste Runde genauso. Dann können wir noch Zeus bauen. Ich habe gute Einheiten tatsächlich. So, im Großen und Ganzen. Schnecke mit rein. Wenn wir schon senden, dann müssen wir auch gucken, dass es passt. Sollte gar kein Problem sein. Okay, da steht ein Mudman. Steht er auf der gleichen Ebene? Nein. Champion Usura. Will er also doch groß machen. Okay, also Stichaufprall brauchen wir auf jeden Fall. Natürlich wäre in dem Moment dann auch der Maulwurf nicht schlecht. Aber ich glaube, den kriege ich nicht zusammen bis zur 9. Gucken wir mal. So, das sollte reichen. Eine Katze komplett aufgewertet, da kann man noch Worker reinhauen. Was hast du denn Feines? Der ist natürlich auch nicht schlecht. Metzger und der Schattentänzer. Das ist super gut. Ist an sich die gleiche Strategie, die ich habe, nur mit. Ich habe die Rechnerin, er hat den Schattentänzer. Könnte man auch mit Albtraum oder Berserker machen. Würde genauso funktionieren, wobei Berserker dann einfach ein bisschen tankier ist mit seinem Verheerer letzten Endes.
gucken mal, ob wir den Maulwurf rausbekommen. Ansonsten machen wir das so. Sehr gut. Maulwurf geht raus. Der ist schon mal sehr viel wert auf der 9, gerade weil die Elementare da nicht so viel Schaden machen können, weil die weniger Schaden bekommen. 15% durch Fernkampf. Ja. Ist also eine super Sache. Maulwurf mit rein. Produziert den Schaden nochmal und Yuzora-Schaden. Ist also genau das, was ich haben möchte. Der Madman hält halt ein bisschen mehr aus. Die anderen kacken alle so ab. Ich könnte noch zwei Stecken reinquetschen. Ich mache ein Robo. 5% mehr Schaden. Durch Magieschaden. Nehmen wir mit. Jetzt gucken wir mal. Hat den Madman nicht verhärtet. Da will ich so tatsächlich groß machen. Hat schon ein Upgrade. Aber da soll ich auf jeden Fall durchkommen. Da bin ich mir sicher. Weil er kann nicht heilen, wenn er aufgewertet ist. Oh, es wird aber eng. Es sind nur noch der Maulwurf auf. Ja, der macht den schon platt, aber mini. So, wir können noch locker bauen hier. Auf jeden Fall mache ich jetzt ein Zeus. Das steht fest. Ich könnte auch noch eine zweite bauen, theoretisch. Aber ich mache lieber Zeus. Genau so. Die schicken auch nicht rein, ich mach gar nichts. Schick dann auf der 11. Den machen wir platt, gar kein Problem. Zack, ja, mit der Kohle. Consider it done. Ist das meiner? Nö. Yes, War Chief. Da hätte ich auch nicht rausgedrückt. So, jetzt werden wir hier. Erstmal noch ein Pyro bauen. Den Dark Mage. Zack. Pyro Frontline. Embargo brauche ich nicht. Machen wir jetzt den Hör mit rein. Und dann wird wahrscheinlich noch eine Schnecke rauskommen und mehr nicht. Und das sollte schon mal den einen oder anderen platt machen. Aber er hat jetzt noch einen Schattentänzer gebaut. Aber da müssen wir dann wirklich gucken, dass wir Aufprall-Waves uns holen. Aber er hat 130 drunter. Gucken wir mal. Helden Madman. Okay, Schattentänzer down. Bombe tot. Da brauche ich schon mehr Worker, um dagegen zu halten. Wir bauen mal ein paar Worker auf. Die Grave sollte ich gut halten.
sonst einfach noch ein bisschen nach oben pushen. Sonst komme ich ja gar nicht durch. Das brauchen wir einfach. Die Power. Und das können wir auf jeden Fall. Er hat mir 180 geschickt. Ich ihm 100 gerade mal. Aber ein paar Upgrades mitgemacht. Ich glaube trotzdem, dass er mehr Rocker hat als ich. Wir werden auf jeden Fall trotzdem noch einen Maulwurf reinschicken. Die nächste Wave. Das steht fest. Mehr Rocker pushen. Hören mit rein. Dann brauchen wir theoretisch noch ein bisschen Stichschaden. Die können wir mal upgraden und dann sind wir fertig. Was habe ich noch eines rausgekriegt? Eine Turtle. Hm. 120 Stichschaden werden Dino. Schick mal den Dino mit rein. Und zur Not den Unhold noch, wenn er mit rausgeht, ansonsten die Echse. Aber es ist halt auch gut, ich komme irgendwie nicht durch. Echse ist raus. Die 360 hat er gekriegt. Und er ist 205 drunter. Klar, die Buffs. Aber wir gucken mal. Es sieht für den ersten Moment gar nicht schlecht aus, aber irgendwie hält er trotzdem. Oder der eine Golem kommt wenigstens durch. Ist doch auch mal was. Jawohl, es geht an den King. Oh, das ist wirklich gut. Die nächsten Waves sind mir erstmal Wurst. So, haben wir hier unser Upgrade gemacht. Wir können natürlich hier vorne einen Golem hinstellen. Noch so als optionale Abwehr da vorne. So, sollte auf jeden Fall reichen. 320er Echo Send. Da muss ich noch ein bisschen aufrüsten. Ich bin noch relativ weit unten im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, da spiele ich immer so ein bisschen zu sehr safe. Denen ist es vollkommen egal, ob sie durchkommen oder nicht. Also durchgedrückt werden oder nicht, Hauptsache die haben mehr Rocker. Yes, my lord. Holy shit, 3 Mimics. Ich habe als einziger gehalten. Aber das schaffe ich nicht zu blocken. Okay, King hat ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Wir können jetzt einfach noch einen hinstellen. Weil jetzt hat die Katze den Buff doppelt, theoretisch kriegt sie den nicht. Aber ist auch die einzige und dafür stehen die hier nebeneinander. Ganz gut. Können wir jetzt hier schön mit mehr Pyros noch aufrüsten. Machen wir da ein bisschen was rein. Auf jeden Fall nächste Wave schicke ich raus.
Er hat jetzt noch eine Priesterin des Abgrunds aufgewertet. Magischer Schaden also ein bisschen mit dabei. Shut down. 700 hat er geschickt bekommen. Holy shit. Und der Hermit geht auf jeden Fall noch raus. Unhold mit drin, sehr schön. Ja, macht schon Sinn, wenn ich es auf ihn mache. Auch wenn er jetzt kein Mana hat, aber dann kann ich die Priesterin hochpacken. Den klappen wir mal auf. So. So sollte das gut sein. Yes, 620 ist schon mal eine Ausnummer. Jetzt komme ich durch. Jetzt werden die Elementare langsam schwach. Zack. Habe ich geblockt? Ja. Natürlich habe ich geblockt. Holy shit. Oh, Alter. Guck dir das an. Ganz viele Crab Lords. Neue Fürsten. Fürsten sind das A und O. Die werden wir upgraden, dich werden wir upgraden. Locker pushen. Ihn trotzdem einfach noch mit hin. Ihn nochmal dahin für den zweiten Dark Mage. Wir schicken auf 18 nochmal raus. Magische Schaden hat die und die Priesterin. Beziehungsweise die Feuerelementare machen auch 30 pro Sekunde. Magischen Schaden. So, schicken wir eine Dreieinigkeit raus. Und dann gucken wir mal. Vielleicht vor Eis oder so. Zack, 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 zack. Oh, lebt immer noch mit Mini-Leben. Krass. Vor Eis mit raus. Hundertprozentig. Dann machen wir hier. Okay, der ist schon upgegradet. Dann stelle ich einen neuen hin. Upgrade. Pyro. Pyro. Zwei Worker. Vierhundert kriege ich noch zusammen. Oh Junge, da ist ein Stichler. So machen wir das. Ich habe 1000 geschickt. Ho, 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 ho. Oh, er hält auch gut. Er hält viel zu gut. Er hat 355 Overbuild. Wir müssen noch Worker reinpushen. Zum letzten Mal, danach nicht mehr. Jetzt bauen wir unsere Frontline auf. Dark Mage. Du wirst upgraded. Upgrade rein. So, wir rollen mal. Die sehr gut.
Dafür das raus, Katze raus. Jetzt können wir hier drumherum noch was bauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das haben wir nochmal rausgehauen. Auto sind aus. Jetzt können wir noch mit dem goldenen, mit dem strahlenden Nimbus, warum sag ich immer golden? Goldener Beschützer gibt's. Mit dem, boah, 180 strahlender Nimbus und mit. Hier können wir natürlich noch was leisten. Wir machen es ganz einfach auch hier hin. Zack. Zack. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Noch ein Zeus aufwerten. Die können wir noch upgraden. Die habe ich ganz übersehen. Und dann übel schnell Mana. Das ist sehr schön. Ja, 22 sollte hinhauen. Aber die haben stark Oberbild, holy shit. Den werden wir nicht gut kriegen. Da müssen wir uns schon fett verbessern hier. Die machen wir Upgrade. So, wir machen goldene strahlender Nimbus dazu. Zack. Zack. Ja, bei 22 wäre das zu wenig. Da kommen wir da nicht durch. Ja, da haben übelst viele Kingpins aufgewertet. Deswegen hat er so einen fetten Wert. Das ist aber auch nicht schlecht hier. Mega Löwin. Die haben auch fette Builds. Also jetzt hast du die ganzen Buffs drauf gemacht. Die sind viel zu fett, ein bisschen. Die haben viel zu fette Teile. So, wir machen noch mehr Nimbus hin. Also einen. Jetzt kann ich die Büro noch aufwerten und Schluss. Mehr Kohle habe ich nicht. Aber der muss hier übelst stark Mana regenerieren. Beziehungsweise die beiden halt auch, ne? Wird schwer. Also wenn die jetzt schicken, sind wir wahrscheinlich tot. Ja, 1700, ich habe irgendwie mehr erwartet. Ist halt auch fett, so, keine Frage. Ich dachte, es soll die 2000 kommen. Ah, die haben nicht mehr ihr Power-Status bekommen. Ich bin durch. Blade schafft es auch nicht. Er schafft es auch nicht, zu viele Hexen. Ja, Fürsten des Todes könnten viel machen. Aber ich glaube, das war's. Das sieht nicht gut aus. Wir schicken trotzdem mal, auch wenn es nichts bringt.
Defeat. Viel zu fette Kingpins, ey. Aber haben die gut ausgenutzt, muss man schon sagen. Krass. Ja, es war eine weitere Legion. Schaut euch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.